Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen Tag. Heute scheint die Sonne, super. Schaut euch das an hier. Alles blau. Fast alles blau. Ich habe heute lange geschlafen, bis 9:30 Uhr. In der Nacht war ein kurzes Gewitter. Hat ein bisschen geregnet, aber war nicht viel. Und jetzt habe ich mir gerade Frühstück gemacht hier. Und genieße die Sonne. Endlich mal Sonne, draußen sitzen. So ist angenehm warm, ist kaum Wind. Das ist super. Ja, ihr werdet euch sicherlich fragen, warum stehe ich an diesem Platz hier so lange? Also ich meine, das Ding ist, ich erwarte ja noch ein Paket. Und das wird ja nach Griechenland geschickt. Und meine Freundin ist jetzt so weit, dass sie das Paket jetzt packt, diese Woche. Und wahrscheinlich am Freitag abschickt. Und dann dauert das noch 6 bis 8 Tage, bis es denn überhaupt hier ist. Und ich wollte jetzt die Zeit hier noch ein bisschen verbringen, in der Nähe von Xamil. Und warten, und bis ich meine Vorräte aufgemampft habe, weil ich habe noch Salami und Käse und Milch und so weiter, das darf ich ja nicht mit über die Grenze nehmen, eigentlich offiziell, es sei denn, ich verstecke es, aber das möchte ich jetzt auch nicht. Also alles aufessen vorher. Und dann wollte ich nach Griechenland einreisen und dort dann auf mein Paket warten. In der nächsten größeren Stadt, wo der Fährhafen ist, der auch nach Korfu geht. Ich weiß den Ortsnamen gerade nicht aus dem Kopf, das ist so ein langer Name, den blende ich mal eben ein. Und ja. Und dort wollte ich dann auf Paket warten. Das dauert natürlich auch länger, aber da habe ich einen ganz guten Stellplatz, glaube ich, auf dem Berg gefunden. Und da in der Nähe ist auch ein Lidl, da kann man mal einkaufen dann. Dann ist da gleich um die Ecke auch eine gute Werkstatt, also die was gut bewertet war. Und falls ich das selber nicht hinkriege, dann mit meinem Einstellgerät, was ich dann kriege im Paket, dann werde ich noch zu dieser Werkstatt fahren und das alles einstellen lassen. Weil Scooby muss ja endlich mal wieder laufen. Das kann ja so nicht weitergehen. Oh, ich muss ja sagen, das Boot hier heizt hier ganz schön lang. Das ist ganz schön schnell. Ich weiß gar nicht, was das für eine Art Boot ist. Ist das eine Fähre? Das sieht komisch flach aus. Jo, da hinten sieht man ja ein bisschen noch von Korfu jetzt mal, ne? Jetzt können wir jetzt ein bisschen klarere Sicht. Und das Meer, das schimmert heute so schön türkis. Wenn die Sonne scheint, das sieht super aus. Eigentlich war die ganze Zeit heute schönes Wetter angesagt, aber so wie es aussieht, es hat sich schon sehr früh bezogen und es rumpelt da hinten. Also das sieht ja mehr nach Gewitterregenwolke aus. Schade. Eigentlich sollte das schlechte Wetter erst morgen kommen. Ich brutze mir gerade mein Abendessen. Es gibt heute Nudeln mit Kohl und Knoblauch in Öl gebraten. Und vielleicht ein bisschen Sojasauce hier. Jo, heute wieder nichts mit schönem Sonnenuntergang leider. Das Gewitter kommt näher. Da sieht es auch nicht so gut aus. Ich guck gleich nochmal aufs Wetterradar. Aber Essen ist gleich fertig. Eieiei, da kommt richtig ein Starkregengebiet von Korfu rüber, wie man sieht. Ziemlich dunkel. Bin gerade rechtzeitig fertig geworden. So, hier mein lecker Essen. Sieht gut aus und riecht gut. So, bon appetit. Jetzt wird es ungemütlich. Das Meer kräuselt sich schon so ein bisschen. Der Wind, der darüber peitscht. Bislang hat es noch nicht geregnet, aber da hinten sieht es auf einmal so aus, dass da die Schleusen geöffnet werden. Was für ein verrücktes Wetter hier. Da hinten ist es am Schiffen ohne Ende. Da haben wir einen super schönen Sonnenuntergang. Und da regnet es auch noch. Und oben drüber hängt die dicke schwarze Wolke. Krass, sieht geil aus. Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute ist schon der 16. November und ich verlasse erstmal diesen Platz hier, weil heute Abend soll nämlich starker Sturm kommen. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt hier oben stehen, wo so viel Wind ist. Fahre ich lieber weiter runter, mal gucken, ob ich da einen Platz finde. Aber erstmal fahre ich in die Stadt Nasaranda zurück und schaue mir den alten Transit 1 an, den ich da gefunden habe und wollte da ein paar Sachen ausbauen. So, hier ist das gute Stück. Das haben wir ja schon im letzten Video gesehen.
Und jetzt muss ich mal gucken, wie es drinnen aussieht, ob da noch was zu gebrauchen ist. Abgeschlossen? Na toll. Okay. Und jetzt versuche ich das. So, muss man erstmal hier reinkommen, ne? Würde ich sagen, von hinten rein, durch die Tür. Einige meinten ja, dass dieser Spiegelhalter hier gut wäre, aber ich weiß nicht. Kann man damit noch was anfangen? Ja, schade, die andere Türpappe ist schon weg. Hätte gedacht, sonst könnte man die noch mitnehmen. Aber diese ist leider auch schon hier oben kaputt. Ansonsten, naja. Schade. Ich hätte gehofft wegen der Armlehne, weil das wäre ganz nett, eine Armlehne zu haben, weil ich habe nämlich keine. Ich könnte mir natürlich die Armlehne abschrauben. Ja, ansonsten, die anderen meinten noch ein paar Schalter gucken. Also hier ist noch einer und da drüben glaube ich noch einer. Aber toll sind die auch nicht mehr und sehen auch anders aus als meine. Ja, viel ist nicht mehr zu holen hier. Ich wollte auf jeden Fall die Seitenscheiben ausbauen, wenn ich da jetzt rankomme. Ich muss mal gucken, wie das überhaupt geht. Habe ich noch nicht gemacht. Achso, und dann meinte er noch den Scheibenheber für die Fahrerseite. Schade, das ist ungünstig gelaufen. Kurz nachdem ich angefangen hatte auszubauen von der einen Seite, ich wusste aber nicht genau, wie es rausgeht. Es dauerte ein bisschen. Da kam so eine alte Oma angeschlichen und meinte, Geld, Geld, so ungefähr. Und dann habe ich erstmal sie reden lassen, weil ich es sowieso nicht verstanden habe. Habe weiter ausgebaut und irgendwann hat sie dann hier auch noch ein Auto angehalten. Und dann kamen halt drei Typen her und haben versucht mit Übersetzer und so. Haben dann gesagt, ja, nee, das ist ein Problem und so, das wäre angeblich ihr Auto und sie würde sonst die Polizei rufen und ich da kann da nichts ausbauen und ich soll jetzt doch besser gehen. Weil Polizei, großes Problem und das kann nicht sein, ey, das kann nicht sein. Das Ding sitzt hier seit mindestens 20 Jahren rotte vor sich hin und jetzt kann ich da nichts ausbauen, verdammt. So ein Scheiß. Die eine Seite hatte ich noch raus, also das eine Fenster. Mist. Ja, ich habe hier eben bei dem Supermarkt, da habe ich zwei Leute getroffen, die ich von dem Deilandstrand kenne. Die sind aus Leipzig. Und dann haben wir erstmal im Auto eben geschnackt die ganze Zeit, was die so gemacht haben und was ich gemacht habe und wo die noch hinfahren jetzt. Und die fahren erstmal zum südlichen Xamilstrand. Aber ich fahre erstmal zu diesem Fischmarket. Genau. Ich bin angekommen beim Fischmarkt vorbeigefahren. Und jetzt hier am Ende, wo so eine Beachbar ist. Ja. Da kann man stehen. Ist ja nichts los. Und mal schauen, von wo der Wind kommt. Ich hoffe mal, dass man hier einigermaßen windgeschützt ist. Obwohl, ich merke gerade, der Wind kommt von da. Ja. Ja, der Strand ist ja auch ganz schön hier. Jemals jetzt, wenn nichts los ist. Ja, mal gucken, ich glaube, ich bleib da stehen. Oh Mann, hier ist ein heftiges Regen- und Hagelschauergebiet gerade. Mit heftigen Gewitter. Wie man hört, ist Hagel. Oh oh oh. Ich glaube, das kommt nicht so stark jetzt hier. Das Dumme ist ja genau, das Ding zieht auch genau über meinen Standort hier. Verdammt. Nicht gut. Ein neuer Tag, yo. Heute sonnig. Nach der letzten Nacht. Da war nur Gewitter und Regen. Oh, das war so heftig. Der Wind war zum Glück nicht so stark, aber ja, ordentlich Gewitterschauer. Ja, jetzt ist es ein bisschen trocken und es kommt aber nachher leider schon wieder ab 12 Uhr Regen, also in 2 Stunden. Und die nächsten Tage werden auch nicht besser, also das ist auch wieder ganz viel Regen, Regen. Schade, muss man die Zeit genießen jetzt. Wenn die Sonne scheint, setze ich mich erstmal jetzt mit meinem Frühstück unten ans Wasser. Ja, dann warten wir mal ab, was der Rest des Tages bringt.
Ansonsten muss ich noch ein bisschen Video schneiden oder so. Oh ja, Leute, so lässt sich das aushalten. Geile Aussicht hier. Richtig Privatstrand. Cool, da hinten sind ein paar Fischer am Werk. Sehr schön. So, schau mal, wie schön klar das Wasser ist. Heute im Moment kein Wind. Super, ey. Ah, sieht schön aus. Das sind gerade die beiden Engländer wieder gekommen mit ihrem Bus und die baden erstmal hier. Ah, schade, die Sonne ist weggegangen. Ein bisschen kühl jetzt. Aber gut. Aussicht ist trotzdem toll. Das schöne Wellenplätschern hier. Vögel zwitschern. Das ist super. Da drüben sind ganz viele Ziegen, die erobern jetzt auch den Strand hier. Ach schade, die Sonne ist schon eine Weile hinter der dicken Wolke verschwunden und kommt immer mehr von darüber. Die Sonne ist zum Nachmittag doch noch wieder rausgekommen. Das ist immer noch sehr heiß. Es waren hier drei Fischer. Und einer ist jetzt noch im Wasser. Der ist mit der Harpune, glaube ich, ins Wasser gegangen und taucht die ganze Zeit irgendwo rum. Oh Mann. Ich freue mich schon heute Abend auf die asiatische Nudelpfanne, die ich mir wieder mache. Mit Weißkohl, Knoblauch und Nudeln und Sojasauce. Mmh. Oh ja, mein Abendessen war richtig lecker. Oh. Und das mit so einer Aussicht hier. Richtig schön. Heute schon den ganzen Tag ziemlich windstill. Nur so ein ganz bisschen Plätscherwellen hier. Die Sonne ist leider schon dahinter verschwunden, hinter der dicken Wolke. Ich habe zu meinem Abendessen mal ein neues Bier ausprobiert. Das hatten die anderen am Dailandstrand auch schon gehabt hier. Pera Pilsner. Ja, schmeckt gut. Also genau eigentlich wie die anderen üblichen Verdächtigen, wie Holsten, Heineken und sowas in der Art. Also kann man gut trinken. Innerhalb von ein paar Minuten auf einmal knallrot der Sonnenuntergang da hinten. Die Wolken, das sieht ja cool aus. Ach ja, heute habe ich nicht so viel gemacht. Ich habe einige Stunden unten am Strand verbracht, im Liegestuhl gesessen, in der Sonne gedöst, ja, Wellen beobachtet. Ja, nun, nicht viel passiert. Und heute Abend habe ich jetzt ein bisschen lecker gegessen und jetzt habe ich ein bisschen Bock auf Cocktails. Habe mir wieder zwei Cocktails gemacht. Die üblichen Verdächtigen, Cola Rum und Caipirinha. Und eben noch ein Bier dazu und ja, werde heute Abend wieder ein bisschen Musik hören. Das hebt meine Stimmung wieder ein bisschen. Also sozusagen nicht nur der Alkohol, sondern auch die Musik. Das mag ich immer ganz gerne, wenn es mir nicht so gut geht. Dann haue ich ordentlich laut Musik und dann geht es mir danach wieder super. Ja. Ja, heute war so ein bisschen bedrückte Stimmung bei mir, weil ich meine, ich muss halt jetzt warten, bis ich soweit nach Griechenland fahren kann, um dann mein Paket dazu erhalten. Und Scooby beschäftigt mich natürlich, weil Scooby nicht so gut läuft und die ganze Zeit, ja, ich Sorge habe, was mache ich denn jetzt, kriege ich es eingestellt oder nicht, oder ja, ich weiß es auch nicht, oder muss ich da in eine Werkstatt fahren, so, ich muss, es ist alles so ungewiss und das ist halt immer so ein bisschen, macht nicht so gute Laune, ja, schade. Der Tag nach der Party, ja. Yeah. Party im Bus gestern wieder. Aber war gut diesmal. Bisschen gesoffen, Musik gehört, aber nicht zu viel gesoffen. Das ist mal gut.
Nee, hatte meinen Spaß, ja. So, heute sieht es ein bisschen anders aus hier. Heute ist windiger und die Windrichtung hat sich geändert. Kommt von da der Wind. Und es hat auch schon einige Schauer gegeben und in 2 Stunden wird es noch mehr bis heute Abend regnen, deswegen gehe ich jetzt mal raus. Ja. Vorhin war wieder das englische Paar mit dem Camper hier. Die baden dann immer hier und nutzen da die Strandduschen. Aber ich kann Lust, die zu nutzen. Ich dusche lieber bei mir direkt am Wagen. Das finde ich angenehmer, als wenn ich mal wieder über den Kies und so weiter gehen muss. Na, ja. So, jetzt gehe ich mal hier gucken, was hier so los ist hier oben. Ja, so mal der Blick von hier. Also das ganze Gitter hier rausgenommen. Oh, hier blühen noch ein paar schöne Blümchen. Ab geht's zum Strand. Aha, hier kostet auch schon wieder sonst was, wenn man diese Liegen mietet. 1300 Lecke, ganz schön viel. Alle Sonnenschirmchen schön zum Winter verstaut. Boah, hier sind Löcher, ohne Scheiße. Wer buddelt denn hier solche Löcher? Ach, diese Löcher, das sind wahrscheinlich überall da, wo diese Schirmchen gestanden haben. Ja, relativ voll hier, das Ding. Ach, schade, es fängt schon an zu nieseln wieder. Muss schon wieder zurück. Naja. Ist mal ein bisschen draußen gewesen. Hab schon draußen geduscht vorhin. Schön gefrühstückt.